Das Thema Liebe mit den Lenormand-Karten ergründen. Eines der sehr heiß begehrten Fragethemen ist ja immer das Thema Liebe, wenn man die Lenormand-Karten befragt. Und auch die Zahlenmagie, also die Numerologie, ist ebenfalls ein sehr spannendes Thema. Und Andrea Rosenthal hat in ihrem neuen Buch diese beiden Themen miteinander verbunden. Also zum einen die Magie der Zahlen, das eben in Bezug auf die Lenormand-Karten und dann noch das Thema der Liebeszauber in den Lenormand-Karten. Also da dreht sich dann alles um das Thema Liebe. Zum einen die Selbstliebe, aber natürlich auch die Liebe zu einem Partner. Dabei hat sie jeweils das Beispiel für die Sophie, also stellvertretend für eine Frau, und das Beispiel für Clemens, stellvertretend für den Mann. Und dann eben noch die gemeinsame Partnerschaft. Dazu gibt es verschiedene Legesysteme, die man eben in Bezug auf die Liebe, ob es da jetzt gut läuft oder nicht so gut läuft und eben einfach all diese Möglichkeiten, die man dann eben mit den Lenormand-Karten in kleinen Legungen, aber auch der großen Tafel abfragen kann. Und das eben dann nochmal verbunden mit dem Potenzial, was jede einzelne Persönlichkeit von uns mitbringt. Über den Geburtstag erfahren wir dann nämlich, wo das Potenzial in uns verborgen ist. Und diesen Zahlenschlüssel, also Andrea hat dieses Buch praktisch in zwei Teile gegliedert, einmal in den Zahlenschlüssel, den wir im Lenormand erkunden und dann eben im Bereich mit dem Liebeszauber. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, so schaut das Buch aus. Und ihr seht, es ist ein recht dickes Buch, also es hat 260 Seiten und trägt den wundervollen Titel Zahlenmagie und Liebeszauber mit den Lenormand-Karten. Und damit du jetzt weißt, was dich im Inhalt alles erwartet, zeige ich dir jetzt noch die Einblicke in das Buch. Dazu nehme ich dich einfach mit an meinem Bildschirm, da kann ich das ein bisschen besser darstellen, als wenn ich jetzt hier blättere und dir das dann eben so zeige. Deswegen komm einfach mit an meinen Bildschirm. Ja, hier nun der Einblick in das Inhaltsverzeichnis. Das Buch gliedert sich in vier Teile, wovon Teil 1 erstmal die Einführung in die Zahlenmagie ist. Hier erklärt dir Andrea sozusagen den Schlüssel des Zahlencodes im Lenormand. Das heißt, es geht hier hauptsächlich um die Zahlen 1 bis 10 in den Lenormand-Karten. Und im zweiten Teil geht es dann darum, dich selbst zu erkennen. Der Umgang mit den Karten, vor allem auch in der großen Tafel. Hier wird dann die Spaltenschablone erklärt. Und das erste Beispiel folgt dann auch die große Tafel und die Zahlenmagie für die Sophie. Denn hier in dem Buch geht es einmal um die Sophie und einmal um den Clemens und natürlich ihre Partnerschaft. Und das ist auch schon gleich hier im dritten Teil, dann dass eben kurz noch das Potenzial von Clemens gezeigt wird. Und dann geht es eben darum, die Partnerzahlen zu ermitteln, die universelle Legung. Und dann gibt es hier auch weitere Legungen, der magische Liebeszauber, die Beziehung zu sich selbst, die Legung, die Denkweise, Glaubenssätze, Beurteilungen, eine Legung, was euch verbindet, geben und empfangen, euch gegenseitig gut tun, die Legung des Kreuz, um halt Gewohnheiten zu ändern, die Legung der Weg in die Selbstliebe, das ist ja auch immer wichtig, ne? Erst die Selbstliebe, bevor dann auch die Liebe von den anderen kommt. Und es gibt noch weitere Legesysteme, der Beziehungscheck, du und ich, die Wogen glätten, wenn mal irgendwo ne, Missstimmung da ist und unglückliche Beziehungen beenden. Also auch hier nochmal sehr viele weitere kleine Legesysteme, die spannend zu ergründen sind, eben im Bezug halt zum Thema Liebe. Das ist ja auch der Hauptpart, dass es in diesem Buch um den Liebeszauber geht und eben zusätzlich noch um die Zahlenmagie. Deswegen hier sind im Grunde genommen zwei wichtige Themen in einem Buch vereint und das Ganze halt mit dem Beispiel für die Sophie, für den Clemens und dann eben auch beide zusammen in der Partnerschaft. Dann gibt es noch den Part hier, die Lenormand-Karten und die Selbstliebe, beziehungsweise das Selbst, siehst du ja selber hier, ist in Klammern. Also es geht um die Liebe und um die Selbstliebe. Und da werden nochmal alle Lenormand-Karten im Hinblick darauf gedeutet. Das heißt, du hast schön
alles zum Lesen, als Impulsgebung, wenn du eben ja mal irgendwie selber nicht weißt, wie deute ich die Karte am besten, hat es Andrea für dich alles so aufgeschrieben, dass du es auch theoretisch 1:1 ablesen könntest. Praktisch sollte es natürlich eher so ein Impuls sein, dass du dann eben weißt, wie du die Karte jetzt selber interpretieren kannst. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit, wie man auch energetisch mit den Lenormand-Karten arbeiten kann. Auch ein sehr spannendes Thema. Ja, und im vierten Teil zum Schluss, da ist nochmal die Magie der Karten. Das heißt, hier gibt es eine lösungsorientierte Neunerlegung und da werden auch nochmal die Karten 1 bis 36 in dieser lösungsorientierten Legung vorgestellt. Und zum Abschluss das Übliche, die Autorenseite, die anderen Bücher von Andrea und noch die kostenfreien Empfehlungen. Ja, so viel zum Inhaltsverzeichnis. Jetzt zeige ich dir nochmal so vereinzelt ein paar Seiten aus dem Buch. Ja, hier siehst du jetzt mal Seite 27 und 28. Da kannst du mal den Einblick darüber gewinnen, wie Andrea die Lenormand-Karten gedeutet hat, eben in Bezug auf das Potenzial, das man mitbringt, hier die Herausforderung, die sich einem stellt, die Lektion, die man dabei lernen kann und wie man die Vision seines zukünftigen Ichs stärkt. Wann du hier welchen Text liest, das hängt halt, wie gesagt, davon ab, an welchem Tag du Geburtstag hast, welcher Monat, welches Jahr und was du daraus noch als Schlüssel erkennen kannst. Aber das wird ja, wie gesagt, hier ausführlich in dem Buch auch erklärt. Jetzt noch weitere Einblicke, zum Beispiel die Seite 170. Hier ist das Thema mal mit der Selbstliebe, das heißt beispielhaft der Reiter gezeigt, wenn die Beziehung glücklich macht, dann kannst du diesen Text lesen. Macht die Beziehung unglücklich, dann kannst du diesen Text lesen. Wenn es um das Single-Leben geht, dann ist dieser Text und der Weg in die Selbstliebe, da ist nochmal dieser Text. Also du siehst, auch hier sind ganz viele Deutungshilfen, die du dann einfach nur nachlesen brauchst oder als Idee, als Impuls dafür, wie du die Karte entsprechend in diesen Bereichen dann auch selber deuten kannst. Auf Seite 218, da beginnt eben wie gesagt dieser vierte Teil, wo es um diese lösungsorientierte Neunerlegung geht. Da ist eben auch nochmal ganz viel erklärt. Und ja, ganz zum Schluss ist hier nochmal der Hinweis, wenn du neugierig auf dieses Buch geworden bist, also mehr von den Inhaltsseiten sehen möchtest, das Ganze ausprobieren, dann hol dir gerne dieses Buch in meinem Online-Shop unter www oder https, wie auch immer, und dann halt angelina-schulze.com. In der Buchhandlung deiner Wahl oder auch auf Amazon kannst du es natürlich ebenfalls mit dem Titel Zahlenmagie und Liebeszauber mit den Lenormand-Karten finden. Oder du sagst direkt diese ISBN-Nummer, die hier eingeblendet ist. Dort ist es allerdings etwas später lieferbar, also voraussichtlich ab 25. Februar. Das Buch ist momentan noch bei der Druckerei, wird aber, denke ich mal, nächste Woche dann an meine Verlagsauslieferung geliefert. Und ab dann ist es dann zumindest schon mal im Buchhandel möglich und auf Amazon, denke ich mal, ab nächstes Wochenende, also eben ab 25. oder so, sollte es dort dann auch schon verfügbar sein oder vielleicht auch eine Woche später. Je nachdem, wann du das Video schaust, ist das Buch vielleicht auch schon vorhanden. Ja, und für die allerersten Besteller, also diejenigen, die jetzt schnell entschlossen sind und das Video hier gerade zum Veröffentlichungszeitpunkt angucken und in Deutschland wohnen, für euch habe ich jetzt noch das Highlight. Ich habe von diesen Büchern bereits 50 Exemplare bei mir. Das heißt, die ersten 50 Stück verschicke ich tatsächlich noch selber, macht nicht meine Verlagsauslieferung, sondern ich. Deswegen auch beschränkt auf Deutschland, denn Österreich hat ja neue Bestimmungen. Da darf ich jetzt selber leider gar nichts mehr hinschicken. Gott sei Dank meine Verlagsauslieferung, aber ich persönlich halt nicht. Deswegen bitte nicht böse sein, das hat einfach hier rechtliche Konsequenzen. Deswegen kann ich das jetzt nur allen anbieten, die in Deutschland wohnen. Da kann ich das noch verpacken und euch schicken und auch noch eine kleine, sage ich mal, Aufmerksamkeit, wie eben so eine kleine Geschenkschachtel oder so. Meistens lege ich noch irgendwelche Kleinigkeiten mit dazu.
einfach bei denen, wo ich es wirklich noch selber von Hand verpacke, da ist das möglich. Und um euch noch ein Stück weit entgegenzukommen, biete ich es euch sogar auch portofrei an, denn ich kann das Buch ja als Maxi-Brief verschicken. Das heißt, die 3 Euro Porto übernehme ich für euch. Wenn ihr es später in meinem Online-Shop bestellen wollt, dann ist halt wie üblich die 6 Euro Versand, weil dann verschickt es eben meine Verlagsauslieferung als versichertes Paket. Und da ist halt immer das Porto bei. Es sei denn, ihr kauft mehr ein in meinem Online-Shop. Ab 60 Euro könnt ihr selber im Shop umstellen auf portofrei. Also das müsst ihr dann halt nur selber umschalten. Aber das seht ihr dann ja im Shop. Und wer schon öfters eingekauft hat, der kennt das ja auch schon. Also entweder sammeln und mehr bestellen, dann ist es auch portofrei, auch für die Österreicher. Oder eben jetzt, wenn du nur dieses eine Buch möchtest und aus Deutschland bist und eins von den ersten haben willst, die ich rausschicke, das ist jetzt, wie gesagt, ab sofort schon möglich. Maximal natürlich nur 50, weil mehr habe ich nicht. Danach müsste ich dann eben auch verweisen auf meine Auslieferung, wo es dann eben ab 25.02. möglich ist. Aber wer jetzt schon mag und zu den schnellsten gehört, schickt mir einfach eine E-Mail. Und in der E-Mail brauche ich dann natürlich eure Adresse und ob ihr mit PayPal zahlen könnt oder ob ihr überweisen wollt, dann müsste ich euch die Bankdaten schicken. Und dann handeln wir das eben so. Rechnungsbeleg liegt natürlich mit bei, ganz klar. Und wie gesagt, Porto übernehme ich bei den ersten 50 Bestellungen aus Deutschland. Und danach ist es dann sowieso ganz normal im Buchhandel gelistet, bei Amazon gelistet und eben auch in meinem Online-Shop. Ne? Bis dahin einfach nur ein bisschen Geduld. Und die ersten, die jetzt zugreifen, na, die können schon in wenigen Tagen in diesem tollen Buch stöbern. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Freude und ganz viele Aha-Momente, wenn ihr das Ganze dann ausprobiert und für euch selber den Zahlenschlüssel und die Magie der Liebe hier entdeckt in den Karten. Oder eben auch für eure Partnerschaft, beziehungsweise dann natürlich auch vielleicht schon für die ersten Kundenberatungen. Alles Liebe und Gute wünschen euch Andrea Rosenthal und Angelina Schulze.